Ich habe leider ein großes Problem hier in der Werkstatt. Und das sind die beiden Schubladen. Ja, so sehen meine Schubladen für Bohrer und Bits und Schrauben aus. Das geht natürlich gar nicht, aber es gibt jetzt eine Lösung. Der ist so schön, der Schrank. Ich find's Hammer. Jetzt kommen die blauen Zahlen runter. Ich finde den Schrank hier auf jeden Fall richtig toll. Ich habe mich mega gefreut, als ich den bei Kleinanzeigen gefunden habe. 350 Euro habe ich jetzt dafür gezahlt. Klingt erstmal viel für einen alten Schrank. Aber wenn man mal so nach Apothekerschränken sucht, dann geht das schnell auch mal locker in den vierstelligen Bereich. Deswegen ist das schon ein ziemliches Schnäppchen. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt gar nicht, ob das wirklich so ein richtiger Apothekerschrank ist, weil der ja so ein bisschen aus Metall ist. Und hier bei manchen Schubladen ist an der Seite so bisschen militärisch irgendwie hier so eine Zahl drauf gemacht. Ja, wer weiß, was das für ein Schrank gewesen sein könnte, der schreibt das auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Und jetzt geht's erstmal wieder weiter mit der Elektrik. Diese ganze Aufteilung und die Beschriftung vom Schrank, die mache ich dann im nächsten Video. Ich habe da nämlich schon eine Idee, wie ich ein neues Werkzeug, was ich besitze, dafür verwenden kann. So, jetzt zum eigentlichen Thema vom Video. Ich habe schon sehr viel darüber nachgedacht, wie man eine optimale Lackierkabine realisieren könnte, so im DIY-Bereich, ohne dass das Ganze viel zu teuer wird. Und ich habe erst überlegt, den ganzen Bereich von der Werkstatt dafür zu opfern, eine fest installierte Lackierkabine einzubauen. Aber dafür nutze ich sie einfach nicht oft genug dafür, dass sich das lohnt. Deswegen war auf jeden Fall klar, es muss irgendwas Temporäres sein. Ich finde aber die Lösung mit dem Plan, wie ich das bisher gemacht habe, ich blende jetzt mal ein paar Sequenzen hier ein, auch nicht so optimal. Das dauert immer schon ganz schön lang, das Ganze aufzubauen. Dann will man es nicht abbauen, weil man denkt, ah, man braucht es vielleicht doch noch irgendwann. Und dann nimmt man sich da einfach auch ein Riesenstück von der Werkstatt weg mit dem Plan. Sieht auch nicht sonderlich professionell aus. Und so bin ich halt irgendwann auf die Lösung gekommen, mit Hilfe von Rollladenmotoren und einer dicken LKW-Plane das Ganze zu realisieren, dass man wirklich per Knopfdruck sich diese Lackierkabine aufbauen lassen kann. Ich glaube, das könnte ganz cool klappen und der große Vorteil von der ganzen Geschichte ist, dass wenn ich zum Beispiel hier gerade Metall bearbeite und ich habe ein Auto gerade geparkt, dann muss ich das nicht unbedingt rausfahren, sondern ich kann einfach einen Teil von der Lackierkabine runterfahren lassen, weil ich habe die in 5 Teile geteilt und habe dann einfach eine Brandschutz- und Funkenschutzmatte, die da runterfährt. Ich habe auch extra B1-Plane bestellt, das heißt, die ist brandhemmend irgendwie behandelt und ich bin jetzt mal gespannt, wie das Ganze aussieht, wenn das Ganze aufgebaut ist. Ich habe hier richtig Bock. Ich glaube, es wird ganz gut.
Wie ihr seht, sind alle Rollladenmotoren fertig montiert und ihr erkennt auch jetzt schon, wie ich mir die Aufteilung vorgestellt habe. Also hier ist der erste Motor, der geht bis zur Säule. Da musste ich mir ein bisschen was einfallen lassen, weil hier die Konstruktion vom Tor so ein bisschen im Weg ist. Deswegen kann der nicht oben am Träger sein. Der zweite Motor überlappt dann hier und ist ganz oben am Träger. Und das geht dann einmal komplett rum. Hier ist der nächste Motor vor dem Tor und dieselbe Geschichte nochmal auf der anderen Seite. Und bevor ich jetzt die LKW-Plan montiere und man damit erstmal richtig erkennt, wie die Lackierkabine am Schluss aussieht, möchte ich euch einmal den Sponsor von diesem Video vorstellen. Dieses Video wird gesponsert von Rhino Shield und nur dank solcher Kooperationspartner ist es möglich, dass ich solche arbeitsintensiven und aufwendigen Videos auf diesem Kanal veröffentlichen kann. Und Rhino Shield stellt Handyhüllen her, die euer Handy nicht nur perfekt im Werkstattalltag schützen, sondern dabei auch noch echt richtig gut aussehen und die ihr gestalten könnt, wie ihr möchtet. Und ich habe euch ja gezeigt in einem der letzten Videos, dass ich jetzt diesen Rhino Shield Grip hier ausprobiere. Ich war mir am Anfang nicht zu 100% sicher, ob ich sowas brauche, aber jetzt habe ich gemerkt, das ist eigentlich echt wirklich praktisch, weil ich das Handy einfach so viel besser in der Hand habe, wenn ich auch mal irgendwas um die Ecke leuchte. Ich verwende mein Handy halt auch viel zum Leuchten, wenn ich irgendwie unterm Auto liege oder bei der Montage auch von Kabeltrassen oben. Und ich kann mein Handy natürlich auch so abstellen, wenn ich mir zum Beispiel irgendwie einen Reparaturleitfaden anschauen möchte oder so. Ziemlich praktisch, mit dem Rabattcode MATTIS15 bekommt ihr auf alle Produkte von Rhino Shield 15% Rabatt. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei und jetzt geht's weiter mit den LKW-Planen. So, das ist jetzt das wichtigste und leider auch das teuerste Element von dieser ganzen Lackierkabine. Und zwar sind das LKW-Planen. Die sind zusätzlich noch B1 Brandschutz zertifiziert. In meinem Fall ist das halt relativ wichtig, weil wenn ich die jetzt hier neben meinem Schweißtisch runterlasse und da Flexfunken draufgehen oder sogar Schweißperlen, möchte ich auf keinen Fall, dass sie hier anfangen zu brennen. Ich habe jetzt für alle zusammen 700 Euro gezahlt. Ja, ist halt gute Qualität und zusammen mit den Rollladenmotoren heißt es, dass die ganze Lackierkabine hier so um die 1000 Euro kostet. Wenn ich die ab und zu benutze, dann bin ich da eigentlich schon ganz froh drum und ich finde, das ist so, ja, noch eine halbwegs Low-Budget-Lösung, ist natürlich ein bisschen teurer als nur so ein kleiner Pavillon. Und ich freue mich, die jetzt zu installieren. Ich werde die wahrscheinlich einmal dran machen und wieder abmachen müssen, weil ich dann genau dort, wo die am Ende oben anliegen am Motor, einen Klettstreifen annähen möchte, damit ich später noch, wenn ich quasi die Wände runterlasse, optional oben noch die Decke auch abhängen kann, dass da kein Staub runterfällt beim Lackieren. Und bevor ich sie anhänge, werde ich außerdem noch einmal die Kante unten umnähen, damit ich da später dann noch eine Vierkantrohr oder ein Flacheisen reinschieben kann, einfach zur Beschwerung, damit sie später dann auch gerade hängen. Also das mit dem Nähen hat leider wirklich überhaupt nicht funktioniert. Ich habe mich da ganz schön abgekämpft, einen halben Tag lang das ausprobiert. Mir ist immer wieder der Oberfaden abgerissen. Das spricht ja eigentlich dafür, dass die Unterfadenspannung zu hoch ist, beziehungsweise der Faden nicht korrekt, beziehungsweise alt. Dann habe ich es mit einem neuen Faden ausprobiert, ist immer wieder abgerissen, immer wieder neu einfädeln. Dann war die Oberfadenspannung zu niedrig und hing das da unten raus. Dann habe ich die höher gemacht und das ist wieder abgerissen. Und im Endeffekt werde ich das Ganze jetzt nieten, mit so Vollnieten, damit ich auch überall rankomme. Mit der Zange kommt man zum Teil hier nicht um die Ecken rum. Oben muss ich auch nochmal einen Klettstreifen aufnieten. Jetzt habe ich mir 1000 Nieten bestellt und damit sollte das klappen. Das ist jetzt der nächste wichtige Teil von der ganzen Konstruktion und zwar sind es hier solche Klettstreifen, damit man die Ecken auch miteinander verbinden kann, damit das Ganze auch richtig dicht wird.
So, die Planen sind alle fertig und ich habe die jetzt hier einmal so ringsrum hingelegt, wie die nachher rankommen. Das war jetzt wirklich ziemlich viel Arbeit, das alles zu nieten. Ich habe fast 1000 Nieten verarbeitet, also 1000 Oberteile, 1000 Unterteile. Ja, aber dafür gehen jetzt quasi auch Klettbänder immer einmal komplett ringsrum, damit ich später einerseits die Decke abhängen kann, dass ich da eine Plane einfach oben anhängen kann, dass das dicht ist und aber auch die Planen hier so seitlich an den Stößen miteinander hier verbinden kann, damit das alles dicht ist, wenn ich lackiere. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ob das gut klappt mit dem Aufhängen. Ich werde das jetzt mal probieren mit so normalen Popnieten. Gib ihm. Sehr schön. Fällt mir sehr gut. Gut, das sieht schon mal richtig gut aus. Machen wir den restlichen Plan auch noch. Es ist wirklich ein Träumchen. So, alle Planen sind montiert und das ist wirklich richtig beeindruckend, wie schnell sich dieser Raum halt einfach komplett verändern kann jetzt. Hinter mir fahren wir jetzt die einzelnen Motoren wieder hoch und dann zeigen wir euch gleich einmal, wie das aussieht, wenn wir alle auf einmal runterfahren. Das wird halt richtig heftig. So, das Besondere an der ganzen Geschichte ist, dass ich natürlich hier später auch einen Schalter habe, um das Ganze runterzufahren. Aber ich kann das auch vom Handy aus bedienen, finde ich ziemlich abgefahren. Das läuft nämlich über so eine Siemens-Logo-Steuerung. Hier ist das Interface, ich drücke hier einmal drauf. Und die fahren alle runter. Abgefahren, oder? Das ist schon krass, Alter. So, ich bin auf jeden Fall mega froh, dass das Konzept auf jeden Fall aufgeht. Also die Sachen funktionieren grundsätzlich. Es ist nicht irgendwie so, dass irgendwas Großes schiefgegangen ist. Jetzt gibt es noch ein paar Kleinigkeiten zu tun. Und zwar, ich habe da unten die Planen einmal umgeklappt. Da kann ich jetzt noch so dicke Stahlstangen reinschieben, dass es schön beschwert ist und auch gerade bleibt. Dann passiert sowas auch zum Beispiel nicht, dass hier das sich so ein bisschen verfaltet und so. Und ich glaube, dass sie dann auch nochmal ein bisschen sauberer aufrollen. Und hier hinten, seht ihr natürlich, hier ist noch offen. Ich kann ja nicht die Plane irgendwie über Eck aus dem Motor rauslaufen lassen. Und deshalb habe ich ja hier an beiden Seiten Klettstreifen. Und da habe ich dann noch ein kleines Stück Plan, das habe ich auch schon da. Da muss ich nur noch Klettstreifen dran machen, das Gegenstück. Und dann kann man hier zumachen, wenn man mal was Größeres lackiert. Und oben genauso muss ich einmal mir eine Plane anfertigen mit Klettstreifen, dass man auch die Decke abhängen kann. Das mache ich dann aber in einem der nächsten Videos. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch wieder. Und ich würde sagen, bis dann, viel Spaß und macht's gut. Ja, ist ein abgefahrener Anblick auf jeden Fall.